Fitness. Oh, ich auch. Ach, Leute, das ist auch, sowas ist nicht witzig. Hallöchen, ihr Unfähigen. Und willkommen zu einer weiteren Folge The Fix mit dem mega super unfähigen Zander. Hallo. Hallo. Möchtest du nicht erzählen, was du gemacht hast, oder wollen wir einfach spielen? Ja, ich sage mal so. Also Leute, ganz ehrlich, es ist alles Olivers Schuld. Und ihr ja, seht auch, klar! Ihr seht auch ganz, wenn wir alles, dieses ganze Projekt abgeschlossen haben, ja, dann seht ihr hinter diesem Projekt noch ein Video, das geht so ungefähr 3 Minuten. Und da seht ihr, wie unfähig Olivers wirklich ist. Genau, genau. Okay, genau. Nein, ich hab wirklich Scheiße gemacht, aber das werdet ihr dann sehen, weil das jetzt zu erklären ist echt ein bisschen aufwendig. So. Hä? Warum sind die denn schon wieder weg, die Blöcke jetzt? Wo bist du überhaupt? Hier. Ach so, da, du warst gerade nicht da. Was müssen wir machen? Da unten waren Blöcke. Hast du die auch gesehen in deiner Leiste? Ja. Ja, und jetzt? Ja, ich keine Ahnung, was du machen musst. Okay, pass auf, wir gucken uns den Raum wieder ganz genau an. Also hier sind komische orangene Blöcke, Pistons, ein hässlicher Junge, der durch den Raum rennt. Auch Early, dass du auch immer so aggressiv reagieren musst. Ich komme mit daher aggressiv. Mama, was müssen wir denn hier machen? Ich weiß es nicht. Also hier sind auf jeden Fall pinke Blöcke, rote. Ich will die Blöcke wieder im Inventar haben. Rot, die sind auch rot, ja, genau, die sind rot. Die sind grün, also pink, grün, orange, rot. Oder ist ja eher lila, ne? Das ist ja nicht pink. Gelb und blau. Also wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Farben. 5 Farben haben wir. So, und die müssen wir jetzt irgendwie in eine Reihenfolge bringen. Warte mal. Lass mal. Das einfach anklicken. Aber warte mal, das ergibt keinen Sinn. Das ergibt gar keinen Sinn. Ich habe echt keine Ahnung, was wir machen müssen. Und vor allem, wir hatten am Anfang ja Sachen gehabt. Und ja, ja, die aber waren die sind weg. Ja, aber das muss ja so, bestimmt. Ich weiß es nicht. Ich habe echt keine Ahnung. Hast du einen Plan? Ich habe keinen Plan. Hä? Das ist total ungewöhnlich, weil... guck dir mal, hier siehst du irgendeinen logischen Aufbau in diesem Scheiß hier? Nein, vor allem, für mich hätte es ja Sinn ergeben, wenn wir die Blöcke mitteilen und dann irgendwie was machen müssten. Da bauen müssten oder so, aber die sind ja direkt verschwunden und ich weiß nicht, wie wir die wieder aktivieren sollen. Bist du dir sicher, bist du dir sicher, dass wir die Blöcke setzen mussten oder so? Sie sind auf jeden Fall weg. Das weiß ich. Versuch gerade mal kurz rauszukriegen, ob das gewollt ist oder nicht. Also wenn man so ein Level baut, dann ist sowas gewollt. Sowas, das ist... Early, wir können doch nicht immer daran zweifeln. Es kann ja sein, dass gerade was verbuggt ist. Das gibt's ja immer. Das kann ja passieren. Wieder die beschissene dritte Folge nicht. Micha, was machen wir jetzt? Das ergibt keinen Sinn hier alles. Das ergibt alles keinen Sinn. Das ist überhaupt total wir angeordnet hier. So, die sind jetzt bei Pink, ne? So, Pink machen sie auch. Sind sie in dem Raum? Hä? Die sind direkt ganz woanders gelandet. Hä? Irgendwie haben die das Level übersprungen. Warte. Nein, haben die nicht. Die sind aber in einem anderen Raum gelandet als wir. Die sind hier in diesem Raum gelandet und dann sind die nochmal woanders hin teleportiert worden, wo ein Crafting Table steht und eine Dingeswand ist, eine Begrenzung. Und jetzt? Ich habe keine Ahnung. Early. Ich hab echt keinen Plan. Sollen wir den Raum einfach skippen? Wir skippen den. Toll! Hätten wir gar nicht reset müssen! So, leck mir am Arsch, Color Level! Okay, Entschuldigung. Also, aua! Leute, wir haben den Raum jetzt nur geskippt, weil irgendwie hat das nicht so funktioniert mit dem pinken Raum hier. Deswegen machen wir jetzt Raum Gray, also grau. So, oh, Jump and Run. Das kann ich. Was ist das denn? Hä? Was ist mit den Schafen abgegangen? Oh Gott! Übertreib halt deine... Oh nein, ernsthaft? Was geht denn hier ab? Ich werde teleportiert oder so.
Oh Gott! Ey Junge, was? Alter, was ist das denn? Oh nein, jetzt kommt wieder eine Welle, warte. Oh nein, dieser Block da oben, verdammte Axt. Ey, mein Gott, sind wir unfähig, ey. Hallo, warum werde ich... Bist du auch zwischendurch mal teleportiert? Ja, du hast es ab und zu mal, dass du deine Position gedreht wird. Och, ernsthaft? Das ist gar nicht mehr so einfach, Leute, ohne Spaß. Ihr lacht euch gerade wahrscheinlich kaputt, aber glaubt mal, das ist überhaupt gar nicht so einfach. Ja, selber machen, nicht lachen. Alter, hör mal auf, mich zu drehen hier. Wir müssen das System herausfinden, wann was passiert. Och Mann, ich knall immer da oben gegen diesen scheiß Block da, diese umgedrehte, Mann! Und ich krieg da auch Slowness! Oh, ich auch. Ach Leute, das ist auch... Sowas ist nicht witzig! Leute, ohne Scheiß, das ist das letzte Mal, das allerletzte Mal, dass ich so eine Map spiele. Ganz ernsthaft, in den letzten Folgen... Mann! Immer nur... Leg mich doch am Arsch! Ich krieg die Krise. Ah! Ich zwing die Map-Ersteller gleich hier ins Team zu kommen und dann bin ich fertig. Ich krieg die Krise, Leute, ohne Scheiß, ne? Och, Mann! Das gibt's doch nicht! Entweder kriegt man hier Slowness oder man wird gedreht, das passiert viel zu oft. Mann, Slowness! Ey, das passiert viel zu oft. Ne, es gibt ein System hinter. Wenn Slowness durch ist, dann musst du reinhauen. Dann musst du Gas geben. Och Mann. Ich verstehe gerade gar nichts mehr. Och Mann, das ist doch nicht wahr. Ehrlich, jetzt habe ich es fast geschafft wieder und dann... Ernsthaft. Oh, du kriegst entweder Slowness oder du wirst schneller oder irgendwie sowas. Aber auf jeden Fall regt es mich hart auf, ey. So, jetzt habe ich wieder Slowness drin. So, jetzt... Nein, was ist das? Ich hätte erst der Hase! Ja. Geschafft. Ja, fuck dich gleich noch mehr ab, glaub mir. Ja, nee, glaub mal, ich schaff das jetzt. Locker easy, peasy. Nein! Oh, Alter, was mit Leitern? Das ist ja mal voll unfair. Ich bin sowieso schon so scheiße in Jump'n'Run. Und dann noch so eine Kacke jetzt hier. Das sind easy Leiter-Jump. Mann! Ja. Ey, was ist denn los? Wir haben keine Sachen mehr. Das war deine Schuld, weswegen das immer noch an war. Und ich verkacke die ganze Zeit wegen dir. Was war das denn? Wo bin ich denn jetzt gegen gesprungen? Kaum bist du hier, verkacke ich nur noch. Wie kann ich denn... Hä, wie geht das denn? Hä? Hä, bist du da hochgekommen? Gehst an die Leiter jetzt, so. Und dann springst du an die nächste Leiter da vorne. Aber da komme ich nicht gegen. Doch, klar. Da, hast du gesehen? Hä? Wo bin ich denn dagegen gesprungen? Hast du das gesehen? Als ob da so eine unsichtbare Wand war. Nee, ist da nicht. Hey Junge, du hast es doch gesehen, wie ich da runtergefallen bin, oder? Und jetzt um die Schnur laufen, oder was? Genau, auf die Schnur springen ist wichtig. Und auch am Ende abspringen. Warte, ich zeige dir das. Hier und hier am Ende musst du auch nochmal ab. Jetzt musst du auf diese Säule hier. Stopp, 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 die Säulen hier nehmen und dann kannst du darüber stampen. Kann ich da hinlaufen oder springen? Springen natürlich. Junge, ich kann dich aber nicht springen. Warte, ich teste das. Oh, ich hab's. Und da jetzt rüber? Nein! Doch, ja klar. Hopp, ja, schaff ihn nicht. Mann! Den schafft man doch nicht. Early. Ich schaff da ein paar Soap jetzt. Ach, hopp, Mann, hopp, Leute. Hopp, hopp. Also, wir haben hier wahrscheinlich so erfahrene Jumper unter euch, die sich wahrscheinlich gerade ins Fäustchen lachen. Ja, sehe ich. Mann, jetzt bin ich auch irgendwo gegen gesprungen. Och, siehst du, sag ich doch, da ist irgendwie was. Ich nehme jetzt aber die andere Seite. Ey, ernsthaft, Leute, ohne Scheiße. Was ist denn das für eine verdammte Scheiße? Das ist... Early rastet einfach wieder. Das ist ein unsichtbarer Block. Ja, ich sag dir das doch. Du musst so an der Seite lang springen. Boah, ich raste hier gleich aus. Ach, ne? Der ist da mitten... Da. Sag mal! Willst du mich hier verarschen? Ey, die standen auf einmal hier! Oh.
am Arsch, Junge. Das wird ja noch schwieriger. Ich möchte, ganz ehrlich, ich möchte euch Zuschauern das ersparen, wie wir hier einfach so rumfällen. Sag mal, jetzt ist das Licht ausmachen, oder was? Ach, warte mal, ich muss in Game Mode 2, ne? Ja. Hey, wie geht das? Was hast du gemacht? Ja, in eins durchgezogen, in eins durchgezogen! Muss man ein... Ach, was? Du musst um den Block... Hast du auch Slowness? Nein. Gut. Ach, was? Um den Block, um zu jumpen und... Oh, Alter, das ist mega schwer. Um zu, hör doch auf. Fängst du schon wieder ja, damit an? Um zu. An dran vorbei. Ja! Ach, du Scheiße. Das schaffst okay. du. Wie mache ich das? Einfach ignorieren, dass er oben Block ist. Ja, auf jeden Fall nicht so. TP die einfach zu mir. Nee. Alter, was ist das denn? Och, warte Leute. Auf dich. Ich habe jetzt einfach ignoriert, dass da ein Block ist. Hat nicht geklappt, Early. Boah, Leute, seht ihr, wie ich hier mit schwinge? Junge, das klappt nicht so, wie du mir das sagst. Das klappt. Ich hab Angst hier rein zu gehen. Ah, ich muss da mitwippen. Ich muss da mitwippen? Ah! Nein! Verdammte Sch. Drei Stunden später. Drei Stunden später. Es ist ein Early. Early wartet auf Zander. Zander hat keine Jumps. So, aber bevor wir jetzt den nächsten Raum betreten, Zander, komm zurück, Mensch! Du Cheater! Was ist da dir? Ey, ich bin hier im, Einmal durchlaufen, einmal durchlaufen! Aber wir können durchjumpen. Komm! Alter. Ohne Witz, Leute, nehmt es mir nicht übel, aber Jump'n'Run, ich glaub mir, es würde Stunden und Tage und Folgen dauern. Das wollt ihr nicht. Das wollt ihr nicht. Gerade wenn du springst, bist du schneller. So. Ich würde sagen, den nächsten Raum machen wir in der nächsten Folge. Ja, okay, machen wir in der nächsten Folge, alles klar. Also Leute, wenn es euch Spaß gemacht hat, lasst eine positive Wertung da. Bitte seid nicht so nachtragen, dass ich hier ein bisschen... Ich habe ihn schon im einen Jump durchgeschafft. Liegt einfach daran... Warte mal, ich versuch's auch nochmal. Es liegt einfach daran, dass ich in Jump'n'Run einfach mega scheiße bin. Ich werde wahrscheinlich auch diesen Raum nicht schaffen. Und ich möchte euch einfach ersparen, Hallo. Dass wir hier 15 Stunden lang in diesen Räumen drin hängen. Ich denke mal, das versteht ihr. Das Wenn ihr es nicht Raum. Versteht, dann könnt ihr das natürlich auch sehr gerne in den Kommentaren ausdrücken und natürlich auch mit einer negativen Bewertung zeigen. So, damit haben wir es geschafft. Ich bedanke mich bei Early Boy, dass er mich aus diesem Raum gerettet hat. Leute, bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Tschüss. Tschüss.